Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren Zweitagesbotschaft für heute und für morgen. Wir werden natürlich heute drei Karten aus dem Lenny-Kartendeck vom lieben Markiel ziehen, dann eine Krafttierkarte aus dem Krafttierorakel und ergänzend natürlich noch eine Energiekarte, die uns vielleicht nochmal das Ganze auch abrundet, nochmal eine wichtige Botschaft auch mitgibt. Nicht vielleicht, auf jeden Fall. Das Video ist natürlich wie immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wirst du genau jetzt hier richtig sein und irgendwas möchten dir die Botschaften auch natürlich sagen. Es ist immer ganz, ganz wichtig, das auch so in Anführungsstrichen anzunehmen, ne? Also manchmal weiß man vielleicht auch nicht, was man damit gerade soll, aber manchmal löst sich dann auch kurz danach auf. Ich habe schon Feedbacks von euch bekommen, dass man erst dachte, oh, was ist denn das? Und dann abends wusste man genau, worum es jetzt geht. Ne? Und denkt auch immer dran, ihr könnt gerne auch Fragen stellen im Vorfeld und lasst euch dann durch die Botschaften ja auch zu den Antworten hinführen, unterstützen, begleiten. Krafttier natürlich auch, als Krafttier auch die Woche als Begleiter mitnehmen, als Eselsbrücke sozusagen mitnehmen. Genau, und ich freue mich natürlich auch sehr über den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mich da ein bisschen supportet. Das wäre mega, mega, ultra lieb, genauso auch das Abo ist kostenlos, tut nicht weh und ja, ich danke euch dafür ganz, ganz herzlich. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt aber mal mit den Lennys und schauen uns an, was wir da für Botschaften bekommen. So, dann nehme ich uns heute diese Karte. Und diese Karte. Da haben wir den Schlüssel, da haben wir das Haus und den Hund. Ach, wie schön. Da startet die Woche doch, falls du es wirklich an einem Montag jetzt schaust, auch am Pfiffeligkeitstag, dann startet die Woche doch schon mal ganz, ganz toll. Ja, der Schlüssel. Sicherheit. Neue Türe öffnet sich. Eine alte schließt sich vielleicht. Vielleicht ist es gerade bei dir wichtig, auch diese alte Türe, ja, nochmal hier auch bewusst zu schließen, nochmal ritualmäßig zu sagen, ne, da muss ja nicht ein riesen Ritual gemacht werden, sondern man kann auch dann ganz bewusst sagen, nein, diese Türe soll geschlossen bleiben, die wird jetzt geschlossen für immer und ewig, wie auch immer, ne, ihr das machen möchtet. Aber Schlüssel ist auch immer eine Sicherheitsschlüssel. Es schließt etwas natürlich ab, es schließt was auf, aber es gibt auch die Sicherheit und es bestätigt auch was. Und wir haben hier das Private, das Haus, wir haben hier nochmal die Sicherheit, ne? Das Ankommen auch. Und endlich vielleicht auch das Signal zu bekommen, ja, endlich komme ich an, endlich fühle ich mich wohl, endlich kann ich wieder vertrauen. Der Hund steht ja für Vertrauen, für Loyalität. Ne? Und es ist total schön, wenn man solche Karten jetzt so wirklich bekommt, wenn man sagen kann, okay, ich kann jetzt vielleicht darauf bauen, ich kann mich endlich mal fallen lassen, ich kann mich endlich mal ausruhen und ich werde auch mal belohnt, dass ich mit Sicherheit hier ankomme und mit Sicherheit hier auch wieder mich verstanden fühle. Ich in einer vertrauten Umgebung bin mit Freunden, Familien, Partner, Partnerin, vielleicht auch mit dem Haustier, Haustieren, wie auch immer. Ne? Und so das Ganze im Konsens zu sehen, ist es schön, wenn man hier zum einen doppelte Sicherheit bekommt, doppelte Stabilität für meiner Meinung nach dann auch, ne? Und Wachstum dann in Bezug dann auch, wenn ich das Fundament habe, dass ich dann jetzt auch wieder ja, vertrauen kann, dass ich jetzt auch vielleicht auch neue Freunde, Bekannte oder einen Freund, eine Bekannte, einen Bekannten, wie auch immer, treffe und ich jemanden vielleicht auch immer mehr auch in mein Herz reinlasse. Ne? Immer mehr ich bei einer Person oder bei mehreren Personen das Gefühl habe, ich komme da an. Ne? Das ist mehr als Bekanntschaft. Das ist schon tiefe Freundschaft. Das ist schon hier zu Hause. Das ist mit Sicherheit jemand, auf den, die ich mich mega verlassen kann. Und ich habe euch vorhin auch gesagt, es geht auch oftmals um Haustiere selber, weil Haustiere geben uns auch ganz viel Halt und Stabilität und Freude und alles. Und eine oder andere möchte vielleicht auch ein neues haben oder überlegt schon lange, weil er oder sie alleine ist. Ne? Dann ist es auch etwas, was man vielleicht jetzt als Bestätigung auch bekommt, dass man jetzt wirklich auch, dass die Zeit dafür reif ist. Ich sage euch immer wieder, aber wenn es mal kommt, dann sage ich es euch, dass es schon wichtig ist, immer drüber nachzudenken, bevor man sich ein Haustier auch anschafft. Ne? Und
Weil es ist schon sehr viel Verantwortung und nicht mal eben mal schauen, genauso wie man auch keine Haustiere, meiner Meinung, ist meine persönliche Meinung, verschenkt. Na, weil auch wenn jemand sich das wünscht oder so, das ist trotzdem, man muss erstmal schauen, ob das alles passt, ne? Die Rahmenbedingungen, auch die finanziellen. Ein Arzt für ein Haustier ist auch sehr teuer und alles, es muss alles passen. Na gut, aber das will ich jetzt gar nicht jetzt mit euch hier auseinanderklamüsern, das wisst ihr alles selber, das weiß ich. Wir schauen uns mal jetzt hier das Krafttier dazu an. Aber ich finde schon mal schön, wenn wir zweimal Sicherheit haben, Beständigkeit, ja, Vertrauen, Loyalität, Treue auch, ne? Der Hund steht ja auch für die Treue. Vielleicht auch mit Sicherheit endlich auch mal Glück zu haben bei, ich sag, bei der Wohnungssuche, Haussuche. Ne? Das ist auch etwas, wo vielleicht viele auch suchen und immer wieder denken, boah, mit mir ist das Glück aber nicht erheult in dieser Situation oder in diesen Themen, ne? Wäre es Umzug oder Haussuche, Wohnungssuche. Ich habe so viele auch bei mir im Umfeld und auch Klienten, wo es halt echt schwierig ist, ne? Mit der Häuserwohnungssuche. Man möchte schon lange umziehen. Aber vielleicht ist das jetzt auch nochmal ein Impuls, jetzt mit Sicherheit das angehen, weil hier ist euch vielleicht jemand gut gesonnen. Hier könnt ihr jemandem vertrauen. Oder das Haus, vielleicht ist auch der eine oder andere gerade in der Entscheidungsphase, nämlich die Wohnung, nämlich das Haus, ne? Verschiedene. Und hier bekommt ihr, ne, wenn ihr kurz drüber auch nachdenkt, für euch den Impuls, wir ziehen ja jetzt noch zwei weitere Karten, ne, das Krafttier und auch die Energiekarte dazu, ob ihr dieses Haus nehmen sollt. Ja, der Hund ist dabei und der Sicherheitsschlüssel, also passt es auf jeden Fall. Gucken aber natürlich, was uns die anderen Karten hier sagen wollen noch, denn das ist auch immer sehr wichtig. Dann nehme ich uns diese Karte. So, Krafttier, was haben wir da? Die Freiheit, den Wolf, die 32, ist der Mond. Und ist das nicht auch schön? Wir sind in Sicherheit. Wir können die neue Türe aufschließen. Die alte haben wir jetzt geschlossen. Vielleicht nochmal ganz bewusst nochmal in sich gehen und die alte Türe schließen. Oder eine Türe schließen. Ich bin in Sicherheit, ich bin im Vertrauen, ich begegne Vertrauen auch im Außen. Ihr wisst, wenn ich im Inneren auch aufgeräumt bin, dann kann ich das genau auch anziehen, ne? Dieses Vertrauen, Treue, Loyalität und das mit Freiheit, das mit der Seelenkarte, mit dem Mond. Ihr wisst, der Mond ist auch so eine Auf- und Abkarte, aber es ist auch immer eine Erfolgskarte. Und also ich finde das total schön, wenn man hier so die Möglichkeit bekommt, ja, vielleicht was Neues auch zu öffnen jetzt, ne, wo ich mich gut fühle, neue Partnerschaft, neue Freundschaft etc. Und wo ich mich fallen lassen kann, heißt Freiheit. Wo ich meine Seele sprechen lassen kann, ist Vertrauen, Treue. Ne? Wenn ich Loyalität empfinde bei Personen oder bei einer Person, ist das ganz, ganz wertvoll. Das ist etwas, wo ich wirklich, ja, voll und ganz genießen kann, voll und ganz mich verlassen kann. Und das heißt nie, dass man deswegen komplett die Kontrolle abgibt. Ne? Aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man einfach sagen kann, okay, ich kann hier nicht hart fallen. Ne? Ich falle immer so, dass ich aufgefangen werde. Und ich finde, wenn man das so mal überlegt, ob man so Situationen, so Menschen auch um sich hat oder das so sich auch wirklich in Sicherheit fühlt und wenn man bewusst darüber nachdenkt, was man da wirklich Wertvolles hat, kann man mit Sicherheit auch noch mal ein großes, dickes Danke für aussprechen. Ne? Und wenn das bei dir noch nicht so der Fall ist, ist dieser Weg dafür da, dass endlich Freiheit zu spüren ist. Und Freiheit ist das Größte. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Freiheit ist das Größte. Wenn ich fühlen kann, wenn ich leben kann, wenn ich weiß, dass alles gut wird, ne? Dann bin ich frei. Ne? Und das hat nicht immer nur mit finanzieller Freiheit zu tun. Das hat auch mit ganz vielen anderen Themen auch zu tun. So, schauen wir uns die Energiekarte an. Oh, Humor, auch wie schön. Das ist doch auch die Leichtigkeit, die muss natürlich jetzt mit rein hier mit dem Buddha. Humor, ich wende mich bewusst der leichten Seite des Lebens zu. Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich hier eine alte Türe schließe, eine neue öffne, wo ich weiß, ich komme an, neue Freundschaften, Partner, Partnerinnen oder ich habe alte Freundschaften, tolle Familie, ich lasse alles Revue passieren, habe einen tollen Partner, Partnerin, bin frei, fühle mich hier auch absolut in meiner inneren Stabilität, ne? Mit dem Mond, mit der Seelenkarte. Auch ich fühle es richtig.
Auch wenn es zwischendurch ist. Wie gesagt, Ups and Downs gibt es nun mal im Leben. Alles ist nicht rosarot, aber trotzdem kann ich mich doch super fühlen. Ja, das heißt ja nicht nur, weil irgendetwas mal ein Auf und Ab da ist, dass es echt direkt schlecht ist oder sich das anzweifeln muss. Nee. Und wenn es so ist, dann nimm diese Humorkarte, die Leichtigkeitskarte. Leichtigkeitskarte, so heißt es. Ich wende mich bewusst der leichten Seite des Lebens zu. Und vielleicht war es bis dato immer sehr schwer bei dir. Vielleicht bist du nie angekommen in Freundschaften. Vielleicht auch Häuser, Wohnungen, so wie ich vorhin sagte. Vielleicht auch mit Haustieren, dass das alles noch nicht so gepasst hat. Ne? Wie bei mir zum Beispiel, beruflich viel unterwegs. Auch wenn ich so gerne so ein kleines Hündchen hätte. Nee, würde ich mir niemals jetzt anschaffen, weil ich weiß, ich habe die Zeit nicht dafür. Und abschieben, also einen Hund zu haben, um nachher immer wieder jemand anders da Gassi gehen zu lassen und so. Nö, das ist dann auch nicht meins. Ne? Wie gesagt, ich bin ganz oder gar nicht Mensch und dann passt es halt jetzt nicht und dann ist es halt so. Ne? Aber die Karten sind echt so, die sagen nochmal ganz klar, wir sind in Sicherheit, wir haben den Erfolg hier. Schlüssel ist eine Erfolgskarte, wir haben die Mondkarte mit den Erfolgen. Und bitte nochmal, ich sage es ganz bewusst, weil manche, da muss ich auch manchmal meinen Coachings auch ein bisschen, was heißt schlucken, aber da muss ich mal die Menschen auch mal in die Realität zurückholen. Das Glück heißt nicht, dass alles nur smoothie läuft. Aber wir können ganz viel Glück haben, auch wenn uns einfach nichts passiert im Außen. Und ich sage euch ganz ehrlich, nichts passieren, das sind auch die kleinen Dinge mal wertzuschätzen. Im Auto fahren, keinen Unfall zu haben. Unterm Gerüst gehen, das Gerüst nicht einkrachen zu lassen über sich. Wie auch immer. Es gibt so viele Sachen, die vielleicht passieren würden, aber wenn du Glück hast, passiert es einfach nicht. Und die sehen wir gar nicht, diese Dinge. Deswegen können wir ruhig auch mal für die Dinge dankbar sein, die uns dann nicht passieren, schlimme Dinge. Na, und andere Sachen, die uns dann passieren, da dürfen wir nicht nur drauf rumhacken und sagen, oh, ich habe ja sowieso doch kein Glück. Ah ja, stimmt, siehst du, wusste ich doch, dass ich wieder Pech habe. Nein, geht aus dieser Schleife raus. Seid dankbar, ne? Seid hier in Leichtigkeit. Weil Freiheit ist auf jeden Fall hier Usus hier. Ne? Das ist hier mit dem Mond, mit der Seelenkarte, frei in der Seele zu sein. Vertrauen können, ankommen, neue Türen öffnen. Mega, ihr Lieben. Dicken, fetten Mega-Drücker. Ich habe euch auch ganz doll lieb und bin auch total dankbar, dass ihr so loyal seid, dass ihr hier seid, ne? Und mir das Vertrauen schenkt. Deswegen dickes, dickes Bussi dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Orakel wieder. Bis dann. Tschüss.